Willkommen zurück auf der Normandy. Wir haben das komplette Schiff erkundet in der letzten Folge. Hat sich ein bisschen hingezogen, aber immerhin wissen wir noch mehr über Schiff und unseren Crewmitgliedern. Wir schauen jetzt ins KIZ zurück und werden die erste Mission antreten. Wir hätten also zwei optionale Quests auf der Citadel. Oder wir holen uns den Salyan. Joker möchte, dass Sie auf die Brücke kommen, Commander. Stimmt, der wollte mit mir sprechen. Oder wir holen uns den salarianischen Wissenschaftler. Aber jetzt schauen wir erstmal, was Jokey uns zu sagen hat. Wir lassen den Kopf ganz schön hängen. Also Jokey. Ist das zu fassen, Commander? Es ist mein Baby und sogar besser als neu. Passt mir wie angegossen. Und sogar Ledersitze. Das Militär mag ja den Standard der Hardware vorgeben, aber auf einer Fregatte der ersten Generation war die Atmungsaktivität der Sitze kein Thema. Im zivilen Sektor hingegen gilt, Design dient auch der Bequemlichkeit. Es ist keine hundertprozentige Nachbildung, Mr. Moreau. Es wurden ganz unauffällig Verbesserungen vorgenommen. Und genau das ist der Haken. Ich mochte die Normandy, wie sie war. Schön und ruhig. Und jetzt ist da dieses Ding, über das ich gar nicht reden will. Es ist, als hätte das Schiff Krebs. Ja, wahre Worte, Mr. Jokey. Ich traue denen nicht. Natürlich müssen wir vorankommen, aber das ist doch alles ein wenig zu praktisch. Vermutlich haben sie recht. Aber was soll man schon groß sagen, wenn sie eine VI installieren, die uns ausspioniert? Wir bleiben aber trotzdem, oder? Dieser Sessel ist immerhin echtes Leder. Schön, dass Sie die Sache trotz allem aus dem richtigen Blickwinkel sehen, Joker. Leder. Joker ist einfach spitze. Commander. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Ich will die Gelegenheit aus der Normandy, alles rauszuholen. Ich muss nur die Antriebsleistung justieren, dann wird es so sein, als hätten wir sie nie verloren. Die Sicherheitsvorgaben raten von Manipulationen am Antrieb ab, während die Maschinen Energie führen und in Gebrauch sind, Mr. Moreau. Commander, können wir das Ding nicht abschalten? Ich kann es in meinem Arbeitsalltag wirklich nicht brauchen. Wenn Sie es nicht hören wollen, drehen Sie den verdammten Ton ab. Das ändert gar nichts. Es beobachtet dann immer noch, wie diese unheimlichen Kinder, die dich im EDV-Unterricht fortwährend anstarren. Du würdest ihnen am liebsten eine reinhauen, aber sie sind anders und zünden dann irgendwas an oder so. Okay, das ging jetzt etwas zu weit, aber Sie wissen, was ich meine. Es ist Ihr Problem, nicht meins. Danke vielmals. Ich werde es mir merken. Oh, das klang ein bisschen böse. Also, wie stehen wir Ihrer Meinung nach da? Nun, die Normandy ist lange nicht so bereit, wie sie sein sollte. Wir könnten noch ein paar Upgrades brauchen. Und was die Crew angeht, da müssen Sie jemanden fragen, der besser mit Leuten kann als ich. So, sorry, jetzt wurde ich kurz mit einem Anruf gestört. Habt ihr mal wieder meinen Klingelton gehört? Okay, also, gut. Wie gefällt dir überhaupt das ganze Team? Was halten Sie von den Leuten, die wir rekrutieren? Naja, also die, mit denen Sie zuletzt weg waren. Ich würde niemals etwas gegen Miranda sagen und erwarten, die Antwort zu überleben. Jacob ist für einen, der so viele Methoden kennt, jemanden umzubringen, eigentlich viel zu nett. Ist natürlich nur meine Meinung und die muss nicht überall verbreitet werden. Ist klar, bekommst ein bisschen Angst, ja? Denken Sie manchmal an die alte Normandy und den Ärger, den wir uns aufgehalst haben? Ja, heute nennen wir das die gute alte Zeit. Aber ganz ehrlich, damals war es die Hölle. Geth, Saren, Sovereign. Und dann wurden wir fallen gelassen. Sicher, rosig ist die Lage jetzt nicht, aber damals war es auch nicht wirklich Friede, Freude, Eierkuchen. Da hast du recht, Jokey. Wo sind eigentlich die anderen? Was ist aus dem Rest der alten Crew geworden? Ich hab gehört, die meisten hätten überlebt. Die meisten schon. Presley nicht. Die Wege der anderen haben sich irgendwie getrennt. Der Allianz war das gleichgültig. Die hatte vermutlich ohnehin was gegen alle Nichtmenschen in ihrer Crew. Wir waren ihr Teamcommander. Nach der Zerstörung der Normandy und ohne sie hat uns nicht mehr viel zusammengehalten. Ist natürlich schade, also müssen wir die selbst alle mal suchen. Okidoki. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Tschüssi, Jokey. Dann will ich doch so... Oh, Flugsteuerung. Okay, es gibt bloß einen Codex-Eintrag. Gut, dann wollen wir doch mal unsere erste Mission antreten. Ab ins Piratenterminal. Oder reden wir noch mit Kelly. Bei unserem letzten Gespräch waren Sie sehr offen. Das hat mir gefallen. Ich hoffe nur, ich habe nicht den Eindruck erweckt, flirten zu wollen. Ich möchte meine Grenzen keinesfalls überschreiten.
Irgendwie schaut die übelst sexy aus. Okay, auch mir hat's gefallen zu flirten. Sie sind sehr charmant, Kelly. Danke. Sie auch. Wie auch immer. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Lassen Sie uns plaudern. Einen Moment. Okay, sorry Leute, jetzt hat es gerade ein Problem mit der Aufnahme gegeben. Anscheinend hat Steam dazwischen gefunkt. Ich habe ja Mass Effect 2 auf Steam gekauft. Und es scheint gerade einen Konflikt gegeben zu haben, dass es Mass Effect 2 einfach beendet hat. Also, ich habe nochmal soweit gespielt. Wir werden nochmal mit Kelly reden und dass sie sich entschuldigen wird. Bei unserem letzten Gespräch waren Sie sehr offen. Das hat mir gefallen. Ich hoffe nur, ich habe nicht den Eindruck erweckt, flirten zu wollen. Ich möchte meine Grenzen keinesfalls überschreiten. Und du siehst immer noch sexy aus. Sie sind sehr charmant, Kelly. Danke. Sie auch. Wie auch immer, wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Okay, so jetzt sind wir also da, wo wir aufgehört haben. Gut, da hatten wir alles. Schon gut. Ich gehe besser. Okay, vielleicht reden wir später miteinander. Gut, ich nehme an, wir haben jetzt hier ziemlich gute Bonuspunkte gesammelt wieder bei ihr. Und auf geht's in die Galaxie. So, was können wir denn alles machen? Kaira Vamori 0%, verstehe ich nicht. Auf Omega, Archangel rekrutieren, den Professor rekrutieren. Father 0%. Ach, ich kann hier mit meinem Schiff rumfliegen. Batala 0%. Wahrscheinlich, wie sehr wir die Systeme hier schon entdeckt haben. Da wird es hier unten auch noch eins geben. Da. Arinlakan. Omega 4 Portal. Ich würde gerne zur Citadel. Na gut. Unerforscht. Umlaufbahn anfliegen. Was haben wir denn hier? Urdak. Scanner starten. Ah, Mittel. Ach so, jetzt kann ich hier Rohstoffe abbauen. Okay. Scheint es viel Palladium zu geben. Sonde gestartet. Bumm. Bei Forschungsprojekten wird Iridium für Upgrades von schweren Waffen, Maschinenpistolen und Sturmgewehren benötigt. Okay, dann Palladium. Sonde unterwegs. Bei Forschungsprojekten wird Palladium für Upgrades von schweren Pistolen, Panzerung und Kybernetik benötigt. Okay. Aber ansonsten möchte ich ja nicht nur Platin, aber es ist eigentlich immer noch zu... Hier sieht es einfach gut aus. Also eine schicke ich noch raus. Sonde unterwegs. Bei Forschungsprojekten wird Platin für Upgrades von Präzisionsgewehren, Schrotflinten und medizinischer Ausstattung benötigt. Okay. Gut, aber ansonsten scheint der Planet nicht mehr viel übrig zu haben für uns. Dann fliegen wir doch mal weiter zu dem Eisplaneten hier. Oder Gasplaneten eher. Imorkan. Okay, einfach mal schauen, was hier so drauf ist. Ein bisschen Platin. Sonde unterwegs. Palladium. Gut, ansonsten scheint es nicht wirklich viel zu gehen, ergeben. Schauen wir es wieder raus. Treibstoffdepot. Mal sehen, was es hier so gibt. Wir tanken mal voll auf. Und wir kaufen uns noch Sonden. Okay, das sollte erstmal reichen. Dann wäre ein Massenportal, wohin auch immer. Ah. Hier haben wir es im Massenportal Omega Archangel. Okay, jetzt gehen wir trotzdem mal hier rein, damit wir so vielleicht mehr herausfinden. Urdak hatten wir schon. Gibt es hier noch einen Planeten? Nein, also es waren bloß die zwei hier noch. Gut, dann würde ich sagen, werden wir aber trotzdem mal noch nach Omega fliegen, wie unsere Mission lautet. Hallo Omega.
Omega, erbaut auf einen vollständig abgebauten Asteroiden mit vormals hohem Metallanteil, seit Jahrtausenden ein Zufluchtsort für Verbrecher, Terroristen und Unzufriedene aller Art. Klingt doch spitze! So sieht Omega dann auch also aus. Sieht auch recht bedrohlich aus. Okay, die Waffen können wir wegstecken, indem wir H drücken. Ist bestimmt auch wichtig. Und wir können unsere Gruppe auswählen. Wir haben ja nicht viele. Also wird Miranda und Jacob mitgenommen. Jupp. Yep. Viel mehr Auswahl haben wir nicht. Und wir können wieder Kräfte stärken. Nämlich haue ich hier wieder die Kampfmeisterschaft rein. Einfach nur, damit wir mehr abtrünnig werden. So, Lala. Ah, und den hier kann ich also auch aufrüsten. Ziehen ist eigentlich immer saucool. Da setzen wir jemanden außer Gefecht. Cerberus Agent. Bekommen wir mehr Waffenschaden, mehr Gesundheit. Dann haue ich schon mal Ziehen hoch. Den Cerberus Agent haue ich hoch. 9 Sekunden ist eigentlich lang genug. Wir haben jetzt 7 Sekunden. Okay, es reicht eigentlich erst, wenn er noch den Agent nochmal hoch. Den Rest heben wir uns auf. Miranda, meine Süße. Was machen wir denn mit dir? Du kannst die Überlastung, was für mich persönlich sau wichtig ist, finde ich. Cerberus Officer. Gesundheit der Gruppe hebt sie also an. Oh, es scheint ein richtiger Support-Charakter zu sein. Und wo abbringt? Okay, ist dann gegen Rüstung gedacht. Also, Überlastung möchte ich auf jeden Fall weiter verfolgen. Im Warp ebenso. Und bekommst du noch... Okay, dann bekommst du auf jeden Fall noch den Offiziersbonus. Okay, das war's dann auch schon wieder. Dann einmal frei. Schrotflinte. Okay, kann ich anscheinend noch nicht ändern. Dann soll es eben so sein. Wir sind also auf Omega. Willkommen auf Omega. Sie sind neu hier, nicht wahr? Ich merke sowas gleich. Erlauben Sie mir... Oh, hallo Mocklin. Ich wollte gerade... Abgang wartet. Sofort. Natürlich, Mocklin. Was immer Sie verlangt. Verdammte Aasgeier. Willkommen auf Omega, Shepard. Sie wissen, wer ich bin? Natürlich. Wir haben sie auf dem Schirm, seit sie in den Terminus-Systemen sind. Sie sind nicht ganz so raffiniert, wie sie glauben. Aria will wissen, was einen toten Spectre nach Omega führt. Sie sollten umgehend ins Afterlife gehen und ihre Aufwartung machen. Ich rede mit ihrem Boss, wenn ich es für richtig halte. Dann sollten sie es sofort für richtig halten. Niemand lässt Aria warten. Afterlife. Sofort. Ich empfange Quarantänewarnungen aus den Slums, wo Dr. Morden Solo seine Klinik hat. Rechne mit Widerstand in der Transitstation. Ich habe außerdem Gespräche zwischen den Söldnergruppen über Pläne zum Ausschalten von Archangel aufgefangen. Im Afterlife gibt es eine Rekrutierungsstelle, die vielleicht mehr über ihn weiß. Okidoki, klingt schon mal nach einem super tollen Abenteuer. Dann möchte ich doch einfach mal sagen, werde ich hier mal wieder den Part unterbrechen und wir sehen uns... Wow, sieht das hier komisch aus. Und wir sehen uns im nächsten. Ciao!